13 Jahre lang bestimmte Irvin Magic Johnson das Spielgeschehen der amerikanischen Basketballliga NBA, verzauberte Fans und erfüllte Konkurrenten mit Ehrfurcht. Der 2,6 Meter große, sanfte Riese erlangte mit seiner Aufnahme in die Basketball-Ruhmeshalle unsterblichen Ruhm. Tief gerührt dankte er den Organisatoren für die Ehre. Long after I'm gone, that pitcher will still be in here, and you know, they can press that little button and pull up some highlights, and I think that's what it's all about, that you're going to be remembered and that you build a legacy. Geboren 1959, drehte sich bereits Irvins Kindheit vor allem um Basketball. Den Spitznamen Magic erhielt er von dem Sportjournalisten Fred Stabley, der bei einem unglaublichen Highschool-Spiel für die Lansing Everett High School sein Talent erkannte. An der Michigan State University führte er die Basketballmannschaft zum Sieg der nationalen Meisterschaft 1979. Er verließ das College und wurde NBA-Spieler. Für $600.000 im Jahr erwies er sich bei den LA Lakers als gute Investition. 1980, 1982 und 1987 galt er als wertvollster Spieler der Liga. In 905 NBA-Spielen erzielte Johnson 17.707 Punkte. Der denkwürdigste Moment war 1980 gekommen, als der Neuling für den verletzten Abdul Jabbar aufgestellt wurde und die Lakers zum ersten NBA-Titel seit 8 Jahren führte. Johnson spielte 13 Jahre lang in der NBA und gehörte davon 12-mal zur All-Star-Mannschaft. 1991 kündigte er seinen Rücktritt an, nachdem er HIV-positiv getestet worden war. Weder seine Frau noch sein Sohn waren infiziert. Er wurde zum Vorbild für andere Erkrankte und ein erfolgreicher Geschäftsmann, als er Kino, Restaurant und Café-Ketten eröffnete. Mit seiner Magic Johnson Foundation fördert er benachteiligte Kinder. Er betonte, dass besonders die Minderheiten zu wenig unterstützt würden. Zu den Musikern, die bei der Wohltätigkeitsveranstaltung Midsummer Night's Magic auftreten, gehörte auch Quincy Jones. Er bezeichnete Johnson als einen Visionär. Auch der Musiker Ludacris gehört zu seinen Fans. Seit seiner Kindheit fiebert er mit dem Basketballspieler mit. Mit einem breiten Grinsen und einem großen Herzen zeigt Magic Johnson keine Anzeichen der Ermüdung bei seinem Ziel, die Welt ein wenig magischer zu gestalten.